Europa soll wieder fit gemacht werden für einen Krieg. Mit dieser zentralen Aussage konfrontierte uns vor wenigen Monaten im Interview Willy Wimmer, als wir ihn bezüglich der eigentlichen Ursachen der Ukraine-Krise befragten. Inzwischen ist Zeit vergangen, aber die Situation vor der Haustür Russlands scheint sich weiter zu verhärten. Aktuell wird der Absturz der Boeing MH17 als Grund benutzt, um den Konflikt mit Moskau weiter anzuheizen. Guten Tag, Herr Wimmer. Ja, guten Tag, Herr Jepsen. Herr Wimmer, der Grund, dass wir uns hier wieder am Telefon verabredet haben, das ist ja kein so schöner, denn der erste Satz, den ich gerade geschrieben habe, Europa soll wieder fit gemacht werden für einen Krieg, den würden Sie weiter so hochhalten? Ja, die Signale in diese Richtung, die verstärken sich ja bedauerlicherweise. Und ich habe gerade aus Wien gehört, dass der Papst sich mit einem dramatischen Appell an die Weltöffentlichkeit gewandt hat, auch gerade wegen der Entwicklung in der Ukraine. Und es gibt erste Forderungen, die sagen, der Papst solle da bitte hingehen und Putin und Obama an einen Tisch bringen. Das würden die Leute ja nicht sagen, wenn die Lage nicht bedrohlich wäre. Würden Sie das auch sagen oder wird das heißer auf den Tisch gestellt, als es letztendlich gegessen wird? Nein, die Dinge sind dramatisch. Das sehen wir ja an dem Zerfallsprozess, der in der Ukraine selber stattfindet. Die Regierung, auch unter Einschluss der rechten Kräfte, fliegt auseinander. Und man fragt sich ja nicht nur hier bei uns, ob das Ganze nicht das Ziel und den Zweck verfolgt, neue Oligarchen an die Macht zu bringen, die ihre Interessen im Westen deponieren wollen. Sie haben in einem Artikel geschrieben, den wir auch veröffentlicht haben, dass hier die NATO zum ersten Mal etwas schafft, was sie bisher nicht getan hat, jedenfalls nicht in Europa, einen Failed State konstruieren. Können Sie das mal genauer beschreiben? Was meinen Sie? Ja, wir haben ja eine Entwicklung seit einem Dreivierteljahr gesehen, dass eine frei gewählte Regierung, jedenfalls nach den internationalen Standards frei gewählte Regierung, aus Gründen, über die ich nicht rechten will, aus dem Amt gejagt worden ist und sich in Kiew etwas etabliert hat, das offensichtlich, das macht ja auch der Rücktritt des derzeitig amtierenden Ministerpräsidenten deutlich, die Dinge nicht geregelt bekommt und wo man einen weiteren Desintegrationsprozess in Kiew selbst erwarten muss. Das Ganze ist ja organisiert, das hat Frau Nuland, die Staatssekretärin im amerikanischen Außenministerium, ja freimütig eingeräumt gegen Ende des vergangenen Jahres. Das Ganze ist organisiert vom Westen, von den Vereinigten Staaten, aber auch von deutschen Stiftungen, die sich hinter bestimmte Leute in der Ukraine gestellt haben, von denen sie glaubten, wie Klitschko, dem Oberbürgermeister von Kiew, dass sie für sie ihre Belange in der Ukraine würden durchsetzen können. Also vor diesem Hintergrund eine Entwicklung, die dazu beiträgt, verhängnisvoll zu werden. Und das zeigt sich ja auch auf dem militärischen Gebiet. Eigentlich müsste Europa aufschreien wegen der rechten Kräfte in der Ukraine, die sich der Regierung bemächtigt haben, jedenfalls in Teilen davon, und die vor allen Dingen auch das Rückgrat der Nationalgarde bilden. Und diese Kräfte, die mit den Russen nichts Vernünftiges im Sinn haben, stehen jetzt an der ukrainisch-russischen Grenze. Das sind Entwicklungen, wo ich nur sagen kann, das Verhängnis, das nimmt nicht nur seinen Lauf, das ist schon das Verhängnis. Es gibt ja dieses wirklich namhafte Buch des australischen Historikers, das sich nennt Die Schlafwandler, wo beschrieben wird, wie wir alle damals in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert sind. Also von Deutschland ist die Rede und den anderen Mächten. Sehen Sie, dass sich das wiederholt? Ich habe ja im Zusammenhang mit der Vorgehensweise der Europäischen Kommission, was die Ukraine anbetrifft, davon gesprochen und geschrieben, dass die Schlafwandler inzwischen zu Traumtänzern geworden sind. Aber das ist eine gezielte Operation, die da läuft. Wir sehen doch, dass alles das, was in der Ukraine passiert, auch dieses tragische Unglück im Zusammenhang mit der malaiischen Maschine, genutzt wird, um es gegen die Russische Föderation und vor allen Dingen den dort gewählten Präsidenten Putin zu nutzen. Und da werden alle Register gezogen. Wir haben ja in der Bild-Zeitung vor Monaten schon lesen können, dass große Verbände amerikanischer Söldner in der Ukraine eingesetzt seien. Der BND hat das angeblich der Bundesregierung gegenüber auch bestätigt. Das sind ja alles Entwicklungen in einem Nachbarland, knapp 2000 Kilometer von uns entfernt, die uns nicht nur die Sommerruhe kosten, sondern
die möglicherweise das Schicksal Europas bestimmen. Weil Sie gerade über die Bild-Zeitung gesprochen haben, ich meine, es gibt ja keine so großen Unterschiede mehr zwischen der Bild-Zeitung und dem Spiegel. Wenn Sie sich das aktuelle Spiegelcover anschauen, da sieht man verschiedene Köpfe drauf. Also das Cover ist voll mit Personen, die man irgendwie kennen soll oder muss. Das heißt, glaubt jedenfalls der Spiegel. Und darüber dann die Überschrift ganz dick: Stoppt Putin jetzt. Wer soll denn Putin stoppen und warum ausgerechnet Putin stoppen? Warum nicht diese Presse stoppen? Da kann man natürlich auf der anderen Seite auch fragen, warum nicht Obama in den Arm fallen, warum nicht Cameron, warum nicht Frau Merkel? Die Frage ist da berechtigter als das, was der Spiegel derzeit auf sein Titelblatt gestellt hat. Hier wird, wenn man diese Dinge sieht, gegen eine Person so viel an pressemäßigen Geschützen in Stellung gebracht, dass man die Absicht erkennt. Es ist ja nicht so, als wäre das zum ersten Mal passiert. Wir haben das, Sie haben auf Clark, den Australier, mit seinem Buch über den Ersten Weltkrieg aufmerksam gemacht. Wir haben diese Propagandawalze auch zum ersten Mal gegen Wilhelm II., den deutschen Kaiser, eingesetzt zu sehen. Diese Propagandawalze ist seitdem mehrfach über die Welt gerollt und wir haben sie zuletzt erlebt bei Milosevic, Saddam Hussein, Gaddafi und Gott weiß was. Die Blutspur, die dann anschließend sich da entwickelt hat, trägt amerikanische Handschriften, da ist ja kein Zweifel dran. Herr Wimmer, glauben Sie denn, dass das heute noch so funktioniert? Wir haben inzwischen ja eine freiere Presse im Netz, es gibt ja auch die sozialen Medien. Glauben Sie, dass das trotzdem noch so funktioniert? Ja, die Bevölkerung bäumt sich auf. Der Bundestagskollege Peter Gauweiler hat vor einiger Zeit in einer famosen Rede vor der Universität der Bundeswehr in Hamburg darauf aufmerksam gemacht, dass 80% der Deutschen nach Umfragen, die eine Stiftung aus Hamburg gemacht hat, mit dieser erklärten Politik der Bundesregierung und des NATO-Bündnisses und der Europäischen Union nicht einverstanden sind. Diese Leute finden sich in den Staatsmedien nicht wieder. Das ist die große Krux und ARD, ZDF, Spiegel, Frankfurter Allgemeine, Bildzeitungen, die agieren ja wie aufgepropft, was die öffentliche Meinung anbetrifft. Und diese 80% der Bevölkerung suchen sich einen Weg im Internet, in den sozialen Medien und wo auch immer, weil sie einfach mit dieser Pressepolitik nicht einverstanden sind und auch nicht einverstanden sein können. Denn welche Rolle hat eigentlich die angeblich noch so freie Presse in Deutschland? Sie hat ja offensichtlich nur die Aufgabe, zum nächsten Krieg zu trommeln und die Leute wollen das nicht. Herr Wimmer, direkt die Frage, ist das für Sie schon Hetze? Das ist schon seit langem Hetze. Wenn man mit einem Menschen in einer solchen Weise umgeht, ich will ja keine Vergleiche aus der Historie in diesem Zusammenhang bemühen, da erinnert das aber an übelste Hetze, wie es in Deutschland natürlich schon gegeben hat und zum Glück ist anschließend die Befreiung gekommen. Herr Wimmer, lassen Sie uns auf den Flug MH17 kommen, der ja im Moment in aller Munde ist und der Putin in die Schuhe geschoben werden soll. So liest man es jedenfalls in der Presse. Putin selber hätte ja theoretisch auch derjenige sein können, der abgeschossen worden wäre, denn er sollte mit seiner Maschine einen ähnlichen Kurs fliegen. Die Maschine hatte eine Verspätung. Was wissen wir eigentlich wirklich über diesen Flug? Ist er abgeschossen worden? War es ein Unglück? Was wissen wir wirklich? Ja, wir wissen zu den ganzen Komponenten wirklich wenig oder gar nichts. Denn von der ersten Sekunde an, man muss sich ja nur an das Fernsehinterview des ukrainischen Präsidenten Poroschenko erinnern, von der ersten Minute an ist nicht den Opfern Tribut gezollt worden, sondern man hat versucht, diese tragische Entwicklung dem russischen Präsidenten Putin persönlich in die Schuhe zu schieben. Wir brauchen uns ja nur an das zu erinnern, was die englische Krawallpresse dazu veröffentlicht hat. Die Opfer waren noch nicht gefunden, wurden sie Putin in die Schuhe geschoben. Und vor diesem Hintergrund kann man nicht davon ausgehen, dass auch nur im Ansatz das umgesetzt wird, was in Zusammenhang mit einer solchen Tragödie eigentlich selbstverständlich sein muss, dass eine qualifizierte, internationale, objektive und faire Untersuchung dieses Unglücks erfolgt. Und deswegen sucht man danach, welche Begründungen kann es für diesen Unglücksfall geben. Und da gibt es eben von Anfang an Nachrichten, die
in den internationalen Zeitungen, auch der Frankfurter Allgemeinen, wiedergegeben worden sind, wo gesagt wird, es gibt eben Hinweise darauf, sie mögen bestritten sein, das kann ich nicht übersehen, dass eben die russische Präsidentenmaschine in diesem Zusammenhang in der Luft war und möglicherweise das, was da passiert ist, eigentlich jemand anders gegolten hat. Das sind Dinge, die würden sich aufklären lassen, wenn nicht nur rummanipuliert würde. Und das muss man an die Adresse der Vereinigten Staaten mehr als deutlich sagen. Herr Wimmer, wenn man sich mit Flugzeugunglücken beschäftigt und es verstürzen ja regelmäßig Flugzeuge ab, dann kann man so viel sagen. Man kann von der Stelle, wo die Trümmer dann aufkommen, weil ein Flugzeug kommt unten ja nicht heil an, also das, was unten ankommt, wenn man den Kurs der Maschine kennt, die Geschwindigkeit der Maschine kennt, damit die Reiseflughöhe, wenn also das ein offizielles Flugzeug war, dann sind die Daten ja bekannt, dann kann man von der Absturzstelle darauf schließen, wo das Flugzeug einen Schaden genommen haben muss, ob es dort explodiert ist, ob es abgeschossen wurde, ob irgendwas an Bord passiert ist. Von daher müsste man doch ganz klar sagen können, weil man ja die Absturzstelle wirklich kennt, man kennt den Flug, man kennt die Geschwindigkeit, die Flughöhe, das alles kennt man, den Kurs der Maschine, wo die Maschine abgeschossen oder wo sie ein Unglück erlitten haben muss. Warum wird dieser Ort nicht einfach genannt? Ja, weil offensichtlich kein Interesse daran besteht, mit den nachprüfbaren Fakten, die ja international nachprüfbar sein müssen, rauszukommen. Es gibt offensichtlich, wie ich mir von Experten auf diesem Feld habe sagen lassen, eine Faustregel, die sagt, eine Maschine, die in dieser Höhe von 10.000, 11.000 Metern einen Unglücksfall, ich sag's mal vorsichtig, erleidet, die fliegt für eine Minute mit der Geschwindigkeit, in der sie getroffen worden ist oder wo sich das Unglück ereignet hat, 13,5 Kilometer weiter. Und jetzt muss man natürlich die Experten hinzuziehen und sie müssten es sagen, was da eigentlich passiert ist, um dann berechnen zu können, wie ist die Entfernung zwischen dem tatsächlichen Absturzort und da, wo das Ereignis eingetreten ist. Und es gibt Leute, die sagen, das kann bis zu 100 Kilometer differieren, der Absturzort mit dem Ort, wo das Unglück eingetreten ist. Das ist aber alles nachweisbar und nachprüfbar und das Schlimme ist, dass man sich mit dem Einsatz von holländischen oder australischen Militärs an Ort und Stelle beschäftigt, aber diese nachprüfbaren Dinge nicht genannt werden. Man hat in der ersten Sekunde hat man sogenannte Experten vor die Kameras geholt, die sich dann auslassen konnten über die Dinge, die sie nicht wussten. Ja. Und inzwischen sind fast 2 Wochen vergangen und wir wissen auf diese fundamentalen Fragen keine Antworten. Man könne das insofern relativ einfach ermitteln, weil es ja auch eine flächendeckende Satellitenüberwachung gibt. Also das wäre ja relativ schnell nachzuweisen, wo ist die Maschine getroffen worden, bis wo war sie noch auf Kurs? Ja, und da kann man ja nur sagen, die Russen haben, ob es alle Daten waren, kann ich nicht übersehen, aber sie haben jedenfalls ihre Daten der Weltöffentlichkeit präsentiert. Wenn, wie wir ja von der ersten Sekunde an gesehen haben, der ukrainische Präsident Poroschenko hier klare Verantwortlichkeiten glaubte ausmachen zu können und der amerikanische Präsident ihm ja nicht nachstand, er hat ja sofort von dem Preis gesprochen, den Russland zu zahlen habe, dann müssten diese Fakten auch von diesen Leuten auf den Tisch des Hauses gelegt werden. Die internationale Öffentlichkeit, man braucht ja nur an die sehr betroffenen Niederlande zu denken, die haben ja ein Anrecht darauf, dass sie die Daten auf den Tisch gelegt bekommen und dem ist weder die amerikanische Regierung noch die Bundesregierung nachgekommen. 20 Kilometer von mir entfernt ist der Luftwaffenstützpunkt Geilenkirch, wo die AWACS-Maschinen stationiert sind, die als fliegende Gefechtsstände und als Aufklärungseinrichtungen natürlich die Ukraine bis in den letzten Winkel hinein aufklären. Warum werden die Daten aus AWACS nicht der deutschen und internationalen Öffentlichkeit präsentiert? Das sind ja Fragen, die man sich als Staatsbürger stellen muss. Und die eigene Bundesregierung lamentiert rum, was die Russen anbetrifft und legt ihre eigenen Fakten nicht auf den Tisch. Was soll man von einer solchen Regierung eigentlich halten? Herr Wimmer, die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, warum ist der Flugschreiber bisher noch nicht ausgewertet worden? Der hat ja überlebt. Man kann ja, wenn man die Presselage seit dem Unglücksfall erlebt hat, kann man ja nur sagen, mit allem ist gespielt worden, alles wurde instrumentalisiert, um nur ja einen Verantwortlichen klarzumachen. Und im Zusammenhang mit dem Flugschreiber ist immer wieder gesagt worden, der ist manipuliert worden, ist nicht übergeben worden.
Man kann zu diesen ostukrainischen Landwehren ja sagen, was man will, aber sie sind jedenfalls ihrer Verpflichtung auf diesem Gebiet nach Aussage der OSZE-Beobachter, man kann diese Interviews ja alle nachsehen, sind sie einwandfrei nachgekommen. Wenn jetzt der Flugschreiber einer englischen Einrichtung übergeben wird, vor dem Hintergrund der Kampagne, die in England läuft, muss man gegen die Russen, muss man ja ernsten Zweifel haben, dass hier ein faires Urteil jemals das Licht der Welt erblickt, was auf den Flugschreibern und den Blackboxes insgesamt zu finden ist. Man muss Sorge haben, dass jeder Anspruch darauf, korrekt unterrichtet zu werden, in einer solchen Kampagne notleidend wird. Herr Wimmer, die Frage, die man sich natürlich als Journalist stellen muss, man wird ja häufig immer häufiger zum Kriminalist, wenn man mit solchen Themen zu tun hat, nämlich wem nützt es? Warum hätte Russland eine Passagiermaschine über der Ukraine abschießen sollen? Was hätte es Russland gebracht, außer ein Bad Image? Ja, ich will mich an dieser Fragestellung, an den Spekulationen dabei nicht beteiligen. Das ist ungefähr so. Das Bild, was Sie beschrieben haben, als würde sich jemand selbst den Strick um den Hals legen, um sich anschließend aufzuhängen. Das Ganze ist ja gegen Russland instrumentalisiert worden. Und da ist doch aus meiner Sicht der eigentliche Zweck zu sehen. Jedenfalls anderthalb Wochen von Pressekampagne lassen nur diesen Schluss noch zu. Herr Wimmer, wir wollen zurück mal in die Ukraine, nach Kiew. Dort ist ja die Regierung auseinandergeflogen, nachdem auch Schlag, die Partei von Klitschko, und die Swoboda-Partei, das sind ja schon Faschisten, nachdem die nicht mehr mit der Regierung, mit Janusenok, zusammenarbeiten wollten. Was man aus der Presse entnimmt, ging es da auch um Gasfragen. Können Sie das... Ja, wir können ja im Ansatz nicht davon ausgehen, dass die Dinge in der Ukraine nach den berühmten europäischen Standards ablaufen. Das ist offensichtlich auch mit den neuen Machthabern. Nur die Auseinandersetzung zwischen einer oligarchischen Truppe und der nächste. Und damit müssen wir uns beschäftigen, weil unsere Regierungen sagen, das sind jetzt unsere neuen Partner. Wir können ja davon ausgehen, jedenfalls wenn die internationalen Daten stimmen, das, was sich derzeit in der Ukraine spielt, wird von uns Bürgern finanziert. Die Ukraine ist als Staat pleite. Die können noch nicht mal mehr die Gehälter für ihre Soldaten bezahlen. Woher haben sie das Geld, was sie jetzt ausgeben, aus den Krediten der Europäischen Union und aus den Krediten des IMF? Und damit sind Auflagen verbunden. Das ist ja alles kein Geheimnis, das kann man ja nachlesen. Und es ist ja eine elende Form der politischen Auseinandersetzung, die man im Zusammenhang mit der Ukraine derzeit feststellen kann. Herr Wimmer, ich möchte nochmal einen Schwenk machen auf Geschichte, was wir im Moment erleben und wo es enden kann. Also wenn man sieht, dass in der Ukraine ein Staat zerschlagen wird, wo Chaos angerichtet wird, dann fällt einem auf, dass ein solches Szenario schon als Empfehlung beschrieben wird im Buch von Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht aus den 80er Jahren. Da wird ja die Ukraine auch als Schlüsselstaat beschrieben, um die Sowjetunion damals noch zu knacken. Aber wenn ein solcher Failed State entsteht, also ein Staat, der im totales Chaos dann herrscht, dann sind wir ganz schnell im Irak. Dort geht es ja auch nicht voran. Kann man da exemplarisch sehen, was wir anrichten? Ja, wir haben aus meiner Sicht den historischen Sündenfall im Zusammenhang mit dem Krieg 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien angefangen. Ohne jede völkerrechtliche Abdeckung. Ein Krieg gegen ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und der KSZE. Das war der Sündenfall, mit dem wir seitdem zu tun haben. Und alles das, was danach abgelaufen ist, ob Afghanistan, ob Irak, ob Syrien, ob Libyen, das ist die Blutspur des Westens. Und was jetzt in der Ukraine abläuft, passt ja in diese Modellvorstellungen. Das ist ja nichts anderes. Wir sehen doch in der Ukraine keine Perspektive, wo wir sagen können, aus dem Land kann man was Vernünftiges machen. Das oder diejenigen, die in der Ukraine was Vernünftiges wollen, von außen unterstützen, dass sie was Vernünftiges zustande bringen können. Das ist eine Blutspur, die sich hier entwickelt. Das ist dasselbe Muster, was wir im Zusammenhang mit der Entwicklung auf dem Balkan gesehen haben, was sich dann letztlich gegen Belgrad gerichtet hat. Die Dinge in der Ostukraine sind vergleichbar den Entwicklungen
in den serbischen Gebieten auf kroatischem Territorium. Herr Wimmer, weil Sie von Blutspur sprechen und weil Sie auch immer von demokratischen und europäischen Werten sprechen, eine Frage, die sich natürlich schon stellt, denjenigen, der die Presse so durchliest und auch immer hört oder liest oder ins Gesicht geschlagen bekommt, was er denn eigentlich zu fordern hätte. Also das, was man Putin unterstellt, was man der russischen Regierung unterstellt, dass es alles Barbaren sind, wo ein Menschenleben nichts gilt, die eben auch eine Passagiermaschine abschießen, die einfach ein Land überfallen, die sich die Krim einfach holen, die annektieren, die sich um internationales Recht überhaupt nicht kümmern. Wenn man das jetzt mal auf Gaza überträgt, wo sind denn da die Sanktionen? Ich will zunächst mal etwas generell zu der Konsequenz aus den Dingen sagen, die Sie gerade angesprochen haben. Der Westen müsste aus meiner Sicht der Dinge innehalten, zum Völkerrecht zurückkehren und zu den internationalen Mitteln der Diplomatie finden. Mhm. Solange das nicht passiert, werden wir, egal wo auf der Welt etwas stattfindet, immer die falschen Mittel anwenden. Und dieser Weg ist seit Mitte der 90er Jahre aus meiner Sicht der Dinge konsequent beschritten worden. Weg vom Völkerrecht, weg von Verhandlungen, hin zum Militär, hin zum Krieg. Das kann man mühelos alles nachvollziehen. Was die Situation in Gaza anbetrifft, dann gibt es die alte britische Regel zu sagen, erste Dinge zuerst. Und erste Dinge zuerst müssen aus meiner Sicht bedeuten, dass man diesen gewaltigen Aderlass, das Vergießen von Blut, generell stoppt. Ich weiß, dass dieser Konflikt seit 1948/49 schwelt. Und deswegen muss man auch auf diese Dinge zurückgehen, die historisch dazu eine Rolle spielen. Das wird man möglicherweise nicht, das wissen wir ja, nicht zusammen in einem ersten Schritt behandeln können. Aber ich kann zwei Dinge nicht machen. Ich kann die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen nicht in einen Schraubstock pressen und ihnen keine Lebensperspektive geben. Und ich kann in der gleichen Weise auch nicht den Israelis zumuten, dass sie jeden Tag des Jahres von Raketen getroffen werden können. Wenn man da eine Perspektive reinbringen will, wird sie ebenso mühsam sein wie in der Regel auch verzweifelt. Ich habe selbst einmal einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und dem Iran 1998 bewerkstelligen können, damals im Auftrag des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Ich weiß aus jahrelangen Verhandlungen mit der iranischen Seite, dass man durchaus in Entwicklungen Perspektiven bringen kann, und ich weiß es auch aus jahrelangen Erfahrungen im Zusammenhang mit den Israelis. Das heißt, es gibt Dinge, die man versuchen kann, man muss sie nur versuchen. Die Amerikaner sind mit ihren Überlegungen völlig gescheitert. Herr Wimmer, wir machen gerade ein großes Fass auf, aber da lassen Sie uns mal bleiben, weil ich glaube, wir sehen ja heute, dass wir es mit einer globalen Politik zu tun haben. Es geht um das globale Sichern von Ressourcen. Globales Recht oder Unrecht wird global angewandt. Ich glaube, wir können diese Probleme nur global lösen. Wo würden Sie denn heute ansetzen, um die Art und Weise, wie man Konflikte scheinbar wieder neu löst, obwohl man aus der Vergangenheit weiß, dass das kein gutes Rezept ist? Wo würden Sie denn ansetzen? Würden Sie zur UN gehen? Ohne die Vereinten Nationen, ohne das Regelwerk des Völkerrechts haben wir überhaupt keine Möglichkeit, die Dinge zu beeinflussen, es sei denn, wir greifen nur zu einer übermächtigen Militärmacht. Und das ist ja möglicherweise auch die Krux, die sich nach 1990 eingestellt hat. Die Vereinigten Staaten waren einmal die Garantiemacht des Völkerrechts. Das muss man sagen, und es ist auch so gewesen, egal was man sonst noch sagen kann. Und diesen Weg haben sie nach der deutschen Wiedervereinigung verlassen. Ich weiß, wie intensiv, weil ich an den Verhandlungen beteiligt gewesen bin, sich der kasachische Präsident Nazarbayev darum bemüht hat, die Strukturprinzipien der Vereinten Nationen und vor allen Dingen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit auf die asiatischen Verhältnisse zu übertragen. Und ich weiß, ich war dabei, wie die Amerikaner alles getan haben, dass dieses Prinzip nicht in Asien Anwendung finden konnte. Das Ergebnis ist, die Kasachen, die Russen, die Chinesen haben die sogenannte Shanghai-Organisation gegründet, und die Amerikaner sind draußen vor und machen es nur noch mit ihren Soldaten. Das kann nicht sein. Wenn das so weitergeht,
wird das auf dem ganzen Globus die Lunte legen. Herr Wimmer, wir haben vor ein paar Tagen ein Interview gemacht mit Hans von Sponeck, der 32 Jahre lang für die UN gearbeitet hat. Wir haben ihn als rechte Hand von Kofi Annan bezeichnet. Er hat uns auch nochmal bestätigt, dass die Vereinigten Staaten in der UN massiv Druck ausüben, wenn man in einem Land als UN-Beamter, zum Beispiel im Irak war lange ansässig, versucht, eine andere Politik zu machen. Er sprach uns gegenüber von einer Entwestlichung, die auf der Welt stattfindet, weil 88% der Weltbevölkerung eben nicht dieser klassische Westen sind. Wann sehen wir das endlich ein? Wann kommen wir denn von diesem hohen Ross runter? Ja, wir haben ja gesehen, dass zwei UN-Generalsekretäre, weil sie nicht gegenüber Washington willfährig waren, keine Verlängerung ihrer Amtszeit bekommen haben. Der eine war Kofi Annan, unter dem ja auch Graf von Sponeck tätig gewesen ist. Mhm. Der Vorgänger, dem es auch schon mal so gegangen ist, war Boutros-Ghali. Das waren herausragende Persönlichkeiten, die international größte Reputation genossen haben, aber sie waren nicht willfährig genug. Und solange die Welt von dieser willfährigen Haltung bestimmt wird, werden wir natürlich auch mit der Wirklichkeit dieser Welt nicht zurande kommen. Und wir sehen es ja in Zusammenhang mit einer hochinteressanten Kooperation auf dem asiatischen Teil unseres Kontinents. Die Grenzkonflikte zwischen Russland und China waren sprichwörtlich und die haben Tote verursacht am Ussuri. Seitdem es diese Shanghai-Kooperationsorganisation gibt, in der ja die Staaten zwischen der Türkei und China zusammensitzen als Mitglieder oder als interessierte Kräfte, sind viele dieser Konflikte zwischen den Staaten, die immer wieder Kriegsursache sein konnten, sind beseitigt worden. Das heißt, die Kooperation, die in Europa mal erfolgreich gewesen ist und die auch zur Wiedervereinigung unseres eigenen Landes geführt hat, diese Kooperation ist durch die Amerikaner und vor allen Dingen ihre Londoner Hintersassen so hintertrieben worden, dass wir nur noch eine Kriegsperspektive haben. Und wenn diese Kriegsperspektive abgestellt werden soll, dann müssen wir im Westen Konsequenzen ziehen, sonst geht das nur ins Elend. Herr Wimmer, Sie sind im Ruhestand offiziell, aber in Wirklichkeit sind Sie natürlich nicht im Ruhestand, weil Sie geben viele Interviews, schreiben Artikel und mischen sich ein. Ich weiß, dass Sie in wenigen Minuten mit Ihrem Hund Pepper um die Häuser ziehen werden, aber ich würde Sie ganz gerne mal zum Außenminister der Bundesrepublik machen. Was würden Sie tun? Die Konsequenz ziehen aus dem, was ich eben gesagt habe. Wir wissen in Europa, dass wir extrem erfolgreich waren im Zusammenhang mit den Verhandlungsformaten der KSZD und heute der OSZD. Die OSZD ist durch die Angelsachsen mit dem Jugoslawienkrieg im Rückgrat getroffen worden. Wir brauchen die Dinge, die uns eine Zukunft geben können, die brauchen wir gar nicht zu erfinden. Wir haben sie gehabt und wir haben sie zerstört. Also müssen wir sie wieder aufbauen, damit sie leistungsfähig werden. An Zusammenarbeit geht in Europa kein Weg vorbei, es sei denn, ich will den Krieg mit Russland. Herr Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Jepsen.